dazu müsst ihr einfach, wie ich es euch jetzt zeige, einfach in eurem BO2-Ordner. Auf jeden Fall nichts Besonderes, einfach in den Black Ops 2-Ordner. Ihr müsstet ja wissen, wo das ist, bei Steam, Steam Apps, Common, bla bla bla. Und dann öffnet ihr einfach diese Config-Datei hier und ich möchte euch für das Video hier extra kleiner machen. Wie ihr hier sehen könnt, hier ist dann Max FPS. Wenn ihr das auf 240 gestellt habt, steht hier auch 240 drin. Und ja, wie ihr halt seht, 0 for, Zero for None, also 0 für gar keine Begrenzung, aber das habe ich noch nicht getestet, weil ich denke, es kommt sowieso keiner auf 1000 FPS, egal was für eine Grafikkarte er hat. Von daher habe ich das jetzt einfach mal auf 1000 gesetzt, aber das mit 0 kann ich natürlich auch mal noch testen. Und dann kam hier noch eine kleine Sache, das hier werde ich auch mal testen, auch wenn hier steht 65 bis zu 120. Vielleicht kann man ja aus irgendeinem Grund jetzt zumindest am Anfang von Black Ops 3 noch mehr einstellen. Und hier kann man auch von den anderen Spielen seine Sensitivity kopieren. Hier kann man noch irgendwelche komischen, was weiß ich, Zahlen, also ihr wisst, was ich meine, einfügen. So wie in den anderen Call of Duties in den Config-Dateien. Und ja, hier ist noch was, Max Frame Latency, das habe ich jetzt nämlich so ganz geblickt, aber muss ich mir später auch mal anschauen, hat auf jeden Fall etwas mit dem Ping irgendwas zu tun oder sowas, also wenn ich nicht gerade behindert bin, ja. Hier könnt ihr auch noch Driver-Scheiß und so einstellen, aber das ist eigentlich nicht so wichtig, und zwar wollte ich jetzt einfach nur schnell zeigen, so einfache Dinge wie hier, zum Beispiel Mesh Quality, die ihr nur auf die ihr in-game nur auf diese Werte und so stellen könnt. Die könnt ihr hier in der Config natürlich auch noch alle auf 0 setzen und dann habt ihr natürlich auch mehr Leistung, kann man sich glaube ich einfach denken. Und dann gab es da noch was anderes Interessantes, und zwar will ich das gerade mal zeigen, hier die Motion Blur Quality. Motion Blur zieht natürlich Leistung, und deswegen hier kann man in-game in den Einstellungen maximal auf Medium einstellen, auch wenn man alles auf ganz gering macht. Aber hier in der Config-Datei kann man halt alles noch auf Low einmal ballern, und dann, ja, das ist halt auf Low, sieht halt natürlich in-game schlechter aus, also wenn es einem auffällt, und ja, deswegen, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und vielleicht kann der ein oder andere dann auch ein bisschen flüssiger Black Ops 3 spielen, weil es ist ein echt ein geiles COD und ich würde es auch echt weiterempfehlen, und deswegen, ja, haut da rein.